Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute wird es hauptsächlich um das Bits and Pretzels Founder Festival gehen und ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß beim Schauen. Heute ist Samstag, der 23. September und ich habe schon alles gepackt, werde mich jetzt auf den Weg zum Bahnhof begeben. Denn heute findet dann das Onboarding quasi statt. Also wir bekommen unsere T-Shirts und werden dann eingewiesen. Wir haben unsere Schichtpläne schon bekommen. Ich bin jetzt morgen am Eingang quasi und am Ticketscan, also quasi, dass die Leute dann ihr richtiges Bändchen bekommen. Und am Montag bin ich dann für die Oktoberfest-Gutscheinverteilung zuständig ein paar Stunden. Und genau, in der Zwischenzeit werde ich ein paar Vorträge besuchen. Habe mich schon ein bisschen rausgesucht, was ich so anschauen möchte. Das Highlight wird Michelle Obama sein, die als Speakerin auftreten wird. Und ich freue mich, euch mitzunehmen. Genau, ich würde sagen, let's go. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es 6:30 und genau, ich befinde mich gerade hier auf dem Weg zu der Bits and Pretzels. Ich stehe hier gerade an der Tramstation und warte auf die Tram. Gestern habe ich mich gar nicht mehr gemeldet, weil es so viel los war und so voll und genau, aber wie gesagt, gestern war das Onboarding. Genau, wir haben gestern eben die Bändchen bekommen, die Badges bekommen, uns eingecheckt und die T-Shirts bekommen und heute ist dann quasi der normale Tag. Nach meiner Schicht kann ich dann auch quasi auf die Messe selber gehen, was ich auch vorhabe und mir schon rausgesucht habe, was ich dann noch besuchen möchte. Weil ich heute am Check-in stehe von 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr. Ah, übrigens, ich habe meinen Badge nicht um, aber mein Bändchen habe ich hier auch schon an meinem Arm, damit wir eben überall reinkommen. Und komm, ich habe hier auch noch drunter mein Bits and Pretzels Shirt, nur es ist sehr kalt. Und ja, genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich wieder vor Ort. Was ihr an dem Tag noch gesehen habt, war Tag 1. Ich hatte ja 8 Stunden lang die Schicht am Check-in und deswegen konnte ich da nicht so viel machen. Ich habe mir ein paar Stände angeschaut, weil es war so, es gab eine Halle mit so Partnern, also die quasi ein bisschen mitsponsern bei der Bits and Pretzels. Dann gab es eine Halle für die Startups, die nannte sich dann die Startup Exhibition und dann gab es eben verschiedene Stages. Genau, ich habe mir da noch einzelne Vorträge angeschaut und ja, mal geguckt, was ich dann quasi am nächsten Tag noch so anschauen möchte, weil am Montag hatte ich dann eben mehr Zeit, da hatte ich nur 4 Stunden eine Schicht und konnte dann ein bisschen mich umschauen. Und am Abend war dann auch noch die Afterparty, die war im Werksviertel in München. Genau, deswegen der Sonntag war recht voll und recht stressig, aber es hat mir mega gefallen. Am Montag war ich dann auch noch bei verschiedenen Ständen, habe da ein bisschen gequatscht und mich auch so ein bisschen bei den Startup-Ständen umgehört und umgeschaut, weil da echt interessante Dinge dabei waren. Bei einem, das wird auch in diesem Video vorkommen, das fand ich so cool, weil das einfach eine Idee war, die wir in dem Modul im Studium umgesetzt haben. Und die haben da einfach ein Startup draus gemacht. Also die haben es quasi auf den Markt gebracht. Und das fand ich eine mega coole Idee. Tell me, baby, baby, tell me, what is bothering you? Parkplatz frei. Unsere Ziel ist es, in den Großstädten die Parkplätze zu schaffen. Leider war an der Stelle der Hintergrund etwas zu laut, deshalb mache ich hier ein kleines Voice-Over. Bei diesem Startup ging es eben darum, dass man mit diesen smarten Parkplatzhügeln schon vorher zu einem bestimmten Zeitpunkt den Parkplatz reservieren kann, der dadurch eben die Parkplatzsuche erspart bleibt. Und das Ganze fand ich so ein cooles Konzept, weil wir das eben auch schon mal in einem Modul im Bachelor so in der Art geplant hatten. Und ja, deswegen fand ich das so witzig, dass die eben daraus ein Startup gemacht haben. Because that's
personalized. That's me. I want to be like this. They had 3.3% savings. With the gold and golden thread, it's all meant for you. Now listen to my words, look right at me. Hallo, ich bin ganz frisch zurück von der Bits and Pretzels und bevor ich euch in aller Ruhe erzählen werde, wie es so war, wie meine Tage so abgelaufen sind, wollte ich euch meine Goodies zeigen, die ich hier einmal in dieser richtig coolen Bits and Pretzels Tasche gebunkert habe. Habe ich mir einmal mitgenommen. Das sind gefriergetrocknete Früchte. Ich wollte mir nicht so viele mitnehmen, aber sie meinte so, wir haben so viele da, nimm die einfach mit. Ich glaube, das ist jetzt alles Erdbeere. Und ich kann die nur empfehlen, die sind sehr gut, aber ich glaube, so gefriergetrocknete Früchte sind immer recht teuer, aber lecker. Dann gab es auch von derselben Marke einen Organic Iced Tea, den gab es in verschiedenen Sorten. Der ist ohne Zucker, den meisten Leuten hat er deshalb nicht geschmeckt, weil der schmeckt halt gesund, also ein bisschen wie kalter Tee. Aber ich finde ihn nicht schlecht und vor allem, wenn der ohne Zucker ist, ist er eh noch mal ein bisschen besser. Dann habe ich mir einen Notizblock mitgenommen, weil Notizblöcke halt, ne? Und genau, ich habe einen Kuli, also tatsächlich echt sehr wenig für eine ganze Messe, aber ich habe einen Kuli mitgenommen. Und was ich noch richtig nice fand, die musste ich auch mitnehmen. Das sind Socken von Google Cloud und ich fand die einfach so goldig. Und ja, jetzt habe ich Socken mit dem Einhorn drauf. Ja, das war, ich glaube, das war schon. Ansonsten halt ein paar Süßigkeiten und so. Genau, ich habe euch auch mal ein bisschen, ich hoffe, ich habe euch das Essen mitgefilmt. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so einen krassen Überblick, was ich gefilmt habe und was nicht, weil es ultra, ultra stressig war, gerade mit den Schichten zwischendrin. Und genau, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, all in all war es ein mega cooles Erlebnis. Genau, am Dienstag waren wir dann noch quasi auf dem Oktoberfest mit so Table Captain Rounds, ein bisschen Networking im Zelt quasi. Aber ansonsten auch eine richtig coole Opportunity und ja, ich bin dann auch nach Hause gefahren, habt ihr noch mitbekommen. Und wie gesagt, all in all war es ein super Erlebnis. Ich werde mich nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal bewerben als Volunteer und allgemein insgesamt die Truppe, die Leute, super freundliche Leute, super motivierte Leute. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es alles so schön geklappt hat. Ich habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Vielleicht werdet ihr euch ja auch bewerben als Volunteer oder auch als Startup vielleicht auf der Bits & Pretzels sein das nächste Mal. Ich bedanke mich an dieser Stelle aber erstmal vielen Dank fürs Schauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Tell me, baby.